Hier ist die Frage nach dem Hausarzt. Wie geht man damit um, dass man weiß, da ist mein Hausarzt, der Diazepam verschreibt? Ich würde einen Hausarzt anrufen, von dem ich wüsste, dass er Chlomediazol ambulant verschreibt. Bei den Benzodiazepinen, der Hausarzt wird sich der Problematik schon auch bewusst sein. Aber was soll er tun? Letztendlich behandelt er eine Patientin, von der er wahrscheinlich auch weiß, dass sie benzodiazepinabhängig ist. Und er versucht irgendwie mit dieser Situation umzugehen. Ich würde da nicht anklagen, den Zeigefinger erheben und sagen, der macht das grundsätzlich falsch. Er sollte sicherlich nicht, ohne die Patientin zu sehen, immer wieder ein Rezept oder am Ende, dass das die Sprechstundenhilfe alleine macht und er unterschreibt nur Rezepte ausstellen. Also er sollte, wenn er sich der Problematik bewusst ist, auch das thematisieren mit der Patientin. Das ist, glaube ich, schon das Minimum. Ich weiß nicht, ob er das in diesem Fall getan hat. Es hört sich nicht so an. Aber ich wäre vorsichtig, letztendlich sind die Hausärzte da irgendwo. Wenn er ihr kein Rezept gibt, hat sie ein Risiko, einen Krampfanfall zu erleiden. Oder sie geht zu jemand anders, der ihr das Rezept dann leichter gibt. Also es ist keine einfache Situation, hiermit umzugehen, das will ich sagen. Also sie wirkte ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr das auf die Nervosität von ihr zurückzuführen war, aber sie wirkte ja teilweise schon recht unkonzentriert und als hätte sie da auch Gedächtnislücken. War es jetzt tatsächlich einfach, weil sie so extrem nervös war, oder ist das schon auf diesen langjährigen Alkoholabusus zurückzuführen? Hier ist die Frage nach der kognitiven Störung, die Patientin ja doch ihr geboten hat. Sie war ungewöhnlich nervös, das ist richtig. Das erklärt sicherlich einen Teil dieser Gedächtnisstörungen, die sie gerade im Langzeitgedächtnisbereich hat. Aber Sie haben völlig recht, man muss davon ausgehen, dass Sie, ich habe jetzt den Neuropsychologen, wir haben Sie sicherlich getestet, ich habe den neuropsychologischen Befund jetzt nicht im Kopf. Sie hat sicherlich Defizite, die möglicherweise über das Altersmaß hinausgehen. Und da kann man von ausgehen, dann vielleicht auch auf den langjährigen Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Und auch Benzodiazepine sind an sich sehr gut verträgliche Substanzen. Wenn man Benzodiazepine über Jahrzehnte nimmt, gibt es schon Studienbefunde, die zeigen, dass die auch gerade zu neuropsychologischen Defiziten führen. Ja. Die letzte Benzogabe liegt wenige Tage zurück. Mhm. Noch eine Frage. Bei ihr war das ja so, dass sie immer wieder so gewechselt hat zwischen diesen Benzodiazepinen und dem Alkohol. Ist das typisch, dass es dann so ein quasi generalisierter Substanzmissbrauch ist, oder bleiben die Patienten normalerweise dann bei einer Substanz? Die Frage ist eben nach dem Wechsel zwischen Medikamenten und Alkohol. Das ist nicht so. Also bei ihr war es weniger ein Wechsel als ein kombinierter Konsum. Sie hatte das zusammengenommen. Das ist nicht so selten. Es sind gerade übrigens Frauen, die eher zu Sedativa, zu Benzodiazepinen greifen, als Männer. Männer greifen eher zum Alkohol. Alkoholabhängigkeit, das sehen Sie gleich noch, Alkoholabhängigkeit ist bei Männern viel häufiger als bei Frauen. 3 bis 4 Mal häufiger. Frauen bekommen eher das Benzodiazepin verschrieben.
sehe, also es ist, sagen wir mal, für eine Frau ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass sie hier kombiniert mit uns so betrieben hat. Ich habe heute Morgen Privatvisite gemacht. Da gibt es einige Frauen, die langjährig Benzodiazepine genommen haben oder auch Z-Substanzen. Hypnotika, die sogenannten Z-Substanzen, die auch am Benzodiazepin-Rezeptor angreifen. Das sind dann eher die Frauen. Die Männer trinken eher ein paar Flaschen Bier am Abend und das steigert sich dann mit der Zeit. Aber prinzipiell besteht eine Kreuztoleranz natürlich. Ja? Man kann, die Wirkungen sind sehr ähnlich und sie können natürlich, so wie sie ein Entzugssyndrom, ein Alkoholentzugssyndrom mit einem Benzodiazepin behandeln können, können sie auch, wenn sie benzodiazepinabhängig sind, dass die Benzodiazepineinnahme stoppen und dann fangen sie an zu trinken, dann werden sie ihr Benzodiazepinentzugssyndrom dadurch dämpfen oder komplett. Ja. Frage zu dem kombinierten Wort, weil eigentlich ist doch Alkohol in Kombination mit dem Benzodiazepin antidepressiv, oder? Ja. Also, ich meine, wer jetzt in größeren Mengen konsumiert, wie kann sie das vertragen? Sehr gute Frage. Wichtige, klinisch wichtige Frage. Kombination Alkohol-Benzodiazepine, sagt die Kollegin, ist atemdepressiv. Das ist natürlich richtig. Also wenn Sie in die Beipackzettel gucken, steht ja auch immer drin, gerade bei Sedativa, keine Kombination, also Alkoholkonsum ist zu unterlassen, beraten. Die sedierenden Effekte, die verstärken sich natürlich untereinander. Das ist einfach alles nur eine Frage der Dosis und der Gewöhnung. Ja, wenn jemand lange Zeit Alkohol getrunken hat, in großen Mengen, dann kann der auch mal oral ein Benzodiazepin dazu vertragen, ohne dann gleich atemdeprimiert zu sein. Aber prinzipiell haben Sie recht. Deshalb, ganz wichtiger Punkt, frage ich heute häufig in Prüfungen, merken Sie sich das? Zu Ihnen kommt ein alkoholintoxikierter Patient in die Notaufnahme. Sie sind in der Notaufnahme. Der Patient wird von 6 Polizisten gebracht, ist völlig intoxikiert, randaliert, aggressiv. Sie messen 3,0 Promille. Und die Polizisten sagen jetzt, Frau Doktor, Herr Doktor, hier haben Sie den, wir müssen jetzt weg, tun Sie mal was. Was geben Sie dem? Was geben Sie dem nicht? Benzodiazepine. Bitte kein Benzo. Ja, dann wird oft sind die Patienten schon fixiert, liegen dann irgendwo auf der Trage oder im Bett und sind dann wild erregt und sie müssen irgendwie den Patienten sedieren. Keine Benzodiazepine, es sei denn, sie sind Anästhesist und wissen, wie man intubiert. Ja? Dann können Sie das machen. Es gibt Notärzte, die bringen dann so Patienten intubiert. Ja? Die geben denen dann Dormicum und dann intubieren sie die gleich. Aber das ist nicht das, was Sie in der, irgendwo in der Notaufnahme als Internistin oder Chirurg tun sollten. Was geben Sie dem Patienten? Stattdessen, irgendwas müssen Sie tun. Ketanest, also Sie sind auch gleich bei der Narkose. Sie machen immer auch eine Narkose, wenn Sie Ketanest haben. Aber Ketanest ist ein Anästhetikum. Und wenn der Patient schon stark sediert ist und Sie geben da Ketanest drauf, dann ist der auch sofort weg. Also Ketanest ist auch was für die Hände des Anästhesisten. Clonidin. Was ist Clonidin? Wer hat was gesagt? Alpha-2-Agonist. Ein Alpha-2-Agonist. Was macht Clonidin? Clonidin? Das hängt auch die zentrale Erregbarkeit. Ja, Clonidin hemmt die zentrale Erregbarkeit. Was macht Clonidin? Alpha-2-Agonist. Alpha-2-Rezeptoren
sitzen auf den noradrenergischen Neuronen im Locus coeruleus. Locus coeruleus, noradrenerges Kerngebiet. Ja, das noradrenerge Kerngebiet. Das können Sie, das ist überaktiv im Entzug, nicht in der Intoxikation, im Entzug. Gerade im Opiatentzug zum Beispiel. Ja, also wenn Sie dann wir haben eben über Opiatentzug gesprochen, Heroinentzug. Im Heroinentzug ist Clonidin das beste Mittel, weil diese noradrenergen Neurone im Locus coeruleus, Sie haben Patienten schon, können Sie gerne runterkommen, wenn Sie mögen. Schaffen Sie das hier runter? Sie können sich gerne hier unten hinsetzen, wenn Sie mögen. Es gibt hier auch irgendwo einen Aufzug runter. Sie müssen eine Ebene tiefer. Zwei? Okay. Auf minus zwei müssen Sie eigentlich hier reinkommen. Ansonsten nehmen wir zwei starke Studenten und helfen ihnen hier runter. Wir gucken mal, ob sie einen Aufzug finden. Opiatentzug. Opiatrezeptoren sitzen auf den noradrenergen Neuronen im Locus coeruleus und hemmen diese Neurone. Ja, und sie bekommen also eine permanente Hemmung dieser Neurone durch Opiate. Der Heroinabhängige, dessen Locus coeruleus Neurone sind permanent gehemmt. Ja, warum haben die so kleine Pupillen? Weil der Sympathikus ist maximal gehemmt. Jetzt setzen Sie das Heroin ab, schlagartig, und die feuern wie wild, diese noradrenalinen Neuronen. Es kommt zum sogenannten Noradrenalinsturm. Wenn Sie jetzt Clonidin geben, Clonidin sitzt eben genau, es sind Autorezeptoren, die auf diesen noradrenalinen Neuronen sitzen. Wenn Sie die stimulieren, Agonist, Alpha-2-Agonist, dann regulieren Sie die Aktivität dieser Neurone runter. Und damit kriegen Sie den Opiatentzug sehr gut, sehr wirksam gehemmt. Noradrenalinsturm, sollte man mal gehört haben, im Opiatentzug. Clonidin hemmt das. Sie können auch die vegetativen Entzugssymptomatik im Alkoholentzug hemmen. Clonidin ist dafür zugelassen. Aber in der Intoxikation hilft Ihnen das nicht. Also wir stehen immer noch vor dem Problem des randalierenden Patienten. Ja, noch eine Idee? Haloperidol. Geben Sie dem Patienten Haloperidol. Haben Sie alle schon mal gehört? Werden Sie in der Pharmakologie noch mehr von hören? Haloperidol als Neuroleptikum, klassisches Neuroleptikum oder Antipsychotikum, wirkt sehr gut antiaggressiv und sedierend. Dann geben Sie dem Patienten, der derartig erregt ist, zwei Ampullen davon, das sind 10 Milligramm. Und dann brauchen Sie ein bisschen Geduld. Nach 20 Minuten ist in aller Regel der Patient friedlich. Und das hat genau diese atemdepressive Wirkung nicht. Okay? Dipiperon bekommt die Patienten. Hier ist die Frage nach Dipiperon. Dipiperon ist ein niedrig affines Antipsychotikum, also auch ein D2-Antagonist, das sediert. Das geben wir gerne als Sedativum. Gibt man gerade in der Gerontopsychiatrie gerne als Sedativum. Wenn man auf Substanzen, die am GABA-Benzodiazepin-Rezeptorkomplex wirken, nicht geben will. Ja? Mir ist aufgefallen, dass die Frau so ein bisschen gangunsicher war. Steht das auch im Zusammenhang? Muss man vermuten. Warum wird man gangunsicher, wenn man über Jahrzehnte Alkohol getrunken hat? Polyneuropathie ist das eine, ja, richtig. Viele dieser Patienten haben eine Polyneuropathie. Was könnte noch die Ursache sein? Wenn Sie mal weiter nach zentral gehen, Polyneuropathie ist immer sehr peripher. Bitte? Kleinere Atrophie. Kleinere Atrophie, richtig. Viele der Patienten haben eine kleinere Atrophie, das sehen Sie dann im Kernsplit, oder auch eine Hinterstrandstörung. Ja? Das sind die typischen
Also das typische Rangbild dann irgendwann nach mehreren Jahrzehnten chronischem Alkohol, schwerem Alkoholkonsum. Was ist ein Korsakow-Syndrom? Habe ich auch noch einen Chart zu, vielleicht stellen Sie die Frage zurück. Ist eine Spätfolge des Alkoholkonsums. Kann ich das finden? Ich habe auch mehrfach den Begriff Sucht verwendet. Sucht ist eigentlich ist so ein bisschen negativ konnotiert. Deshalb sollte man, die WHO hat schon 1963 darauf verzichtet, sollte man darauf eher verzichten und von Abhängigkeit sprechen. Und dann gibt es, eben in der Pause wurde ich angesprochen, wie schnell entwickelt sich denn so eine Abhängigkeit? Ich zeige Ihnen gleich die Abhängigkeitskriterien, ich zeige Ihnen wahrscheinlich auch Herr Gaule noch, aber eine Abhängigkeit entsteht ja nicht sofort. Es gibt Zwischenstadien bis dahin, das kann Jahre dauern, bis Sie wirklich abhängig sind. Und normalerweise geht die Abhängigkeit eben über den riskanten Konsum, über den schädlichen Gebrauch, den Missbrauch hin zur Abhängigkeit. Also das kann sehr unterschiedlich lang dauern. Frauen sind gegenüber Alkoholwirkungen empfindlicher, vertragen weniger und bei denen entwickelt sich, wenn sie dann einmal anfangen, heftig zu trinken, eine Abhängigkeit sehr viel schneller als bei Männern. Aber wir sind so Geld ist alles unter Alkohol, oder? Weil ich meine, das kann Konsum bei Heroin, das ist ja quasi schon. Das sind eigentlich allgemeine Begriffe, die für Substanzkonsum gelten, nicht nur für Alkohol. Es gibt auch einen schädlichen Gebrauch, also zunächst mal, den schädlichen Gebrauch gibt es nur in ICD, also in der WHO-Klassifikation, Missbrauch nach DSM. Der Missbrauchsbegriff ist von der WHO auch schon vor langer Zeit abgeschafft worden. Also nach ICD spricht man eher vom schädlichen Gebrauch. Die DSM spricht von Missbrauch, im Englischen Abuse. Also oft übersetzt man im Deutschen, lesen Sie in Arztbriefen, chronischer Alkoholabusus. Und meint damit eine Abhängigkeit. Ein Abusus ist eigentlich ein Missbrauch, also ist noch keine Abhängigkeit. Wenn Sie also Abhängigkeit meinen, dann schreiben Sie auch Abhängigkeit und nicht Abusus. Das sind eigentlich allgemeine Begriffe. Sekunde, wo habe ich das? Substanzunabhängige Operationalisierung. Ja? Und das gibt sowohl in ICD-10 als auch in DSM. Und hier sind die Kriterien, die Abhängigkeitskriterien. Starker Wunsch oder Zwang, die Substanz zu konsumieren. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Konsums. Körperliches Entzugssyndrom, Nachweis einer Toleranz, eingängiges Verhaltensmuster beim Konsum, fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen und dann der Konsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen. Davon brauchen Sie drei. Okay, können vielleicht zwei Kommilitonen dem Herrn, unserem Patienten, helfen, hier runterzukommen ohne den Rollator? Das wäre nett. Oder den Aufzug zeigen. Oder den Aufzug zeigen, das geht auch. Ja, er schafft das schon. Also, substanzunabhängig. Und dann gibt es natürlich schon Substanzunterschiede. Ja? Wenn Sie, LSD ist auch eine Droge, aber LSD, da werden Sie sich schwer tun, hier diese Kriterien alle zu erfüllen. Ein Mensch, der hin und wieder mal LSD konsumiert, der wird selten eine verminderte Kontrollfähigkeit entwickeln oder ein körperliches Entzugssyndrom. Wohl eine starke Toleranz. Bei LSD gibt es eine starke Toleranzentwicklung, schon nach der ersten Tablette. Aber den Rest finden Sie dann eben nicht. Riskanter Konsum. Der riskante Konsum ist schnell erreicht.
Das ist zunächst mal keine Operationalisierung nach ICD oder WHO. Aber wenn eine Frau eine Flasche Bier, 20 Gramm Alkohol oder ein Mann 30 Gramm Alkohol, anderthalb Flaschen Bier, können rechnen, eine Flasche Bier, 20 Gramm Alkohol konsumiert, dann ist das schon ein riskanter Konsum. Pro Tag, das sind Angaben pro Tag. Ja, ja, genau. Also wenn Sie regelmäßig zwei Flaschen Bier trinken, jeden Abend, dann ist das schon ein riskanter Konsum. Das heißt nicht, dass Sie zwangsläufig abhängig werden, dass es zwangsläufig in die Abhängigkeit führt, aber das Risiko ist nicht, das Risiko ist vorhanden. Hier haben wir den schädlichen Gebrauch nach ICD-10 und das ist eben auch substanzunabhängig. Es gibt auch nach ICD-10 einen schädlichen Gebrauch zum Beispiel von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Vielleicht setzen Sie sich erstmal gleich hier in die erste Reihe und dann. Soll ich Sie anrufen? Wollen Sie zurückgehen? Ich rufe Sie an auf der Station. Ja, vielen Dank. Oder Sie kommen um 3:45 wieder, dann sind wir fertig. Ja? Danke. Also nach ICD-10 gibt es auch einen schädlichen Gebrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Was könnte das zum Beispiel sein? Analgetika, also nicht opioide Analgetika. Ja? Wenn Sie nicht steroidale Antiphlogistika oder Analgetika nehmen und chronisch einnehmen, dann schädigen Sie sich auch. Das ist dann ein nicht schädlicher Gebrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Das ist dann keine. Wir sind hier bei F10-Nummern, das ist dann eine andere 50er-Nummer. Ja? Nach DSM sprechen wir von Substanzmissbrauch und auch da gibt es bestimmte Kriterien. Also auch hier ist es operationalisiert. Wann spricht man von Abhängigkeit, wann spricht man von Missbrauch? Sie müssen einfach bestimmte Kriterien erfüllen, damit man wirklich von dieser Diagnose spricht. Und dann können Sie sich vorstellen, von den zwei Flaschen Alkohol, von den zwei Flaschen Bier, nach 5 Jahren vielleicht 5 Flaschen, da ist man immer noch nicht da, dass man möglicherweise ein Entzugssyndrom entwickelt oder ja, vielleicht den Zwang dann doch. Aber die fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen, das ist oft noch bei weitem nicht erreicht. Also der Weg zur Abhängigkeit ist dann noch ein weiter, obwohl möglicherweise eine erhebliche Schädigung dann schon eingetreten ist. Hier, das sind die Nummern, um die es geht, die F10-Nummern, Alkohol, und die sind eben, die spielen eben die allergrößte Rolle. Leider können wir uns mit all den anderen Substanzen aus Zeitgründen hier nicht befassen, aber dazu kommen wir dann hoffentlich weit in den späteren Semestern noch. Obwohl das sicherlich auch interessant wäre. Hier haben wir eben Sedativa Glonica, Benzodiazepine, hier haben wir Clomethiazol, wovon wir eben gehört haben, bitte nie ambulant. Und wir sind auch immer bemüht, Benzodiazepine, wir geben Benzodiazepine viel stationär. Benzodiazepine sind extrem wirkungsvolle und extrem hilfreiche Medikamente. Wenn Sie eine schwere Depression haben, nicht schlafen können, extrem angespannt sind, ängstlich sind, gespannt sind, dann helfen Benzodiazepine dann wirklich oft Wunder. Schon wenige Gaben wirken Wunder. Auch Patienten mit Schizophrenien, die wirken diese Substanzen sehr stark anxiolytisch. Oder suizidale Patienten, sedieren sie dann erstmal mit Benzodiazepinen. Also das sind sehr wichtige Medikamente, sehr wirkungsvoll. Es ist völlig verfehlt, zu verteufeln. Aber Sie müssen immer bemüht sein, wenn Sie die stationär geben, und wir machen das viel, ich möchte mal sagen, jeder zweite Patient bekommt bei uns am Anfang Benzodiazepin, oder jeder dritte zumindest, geschätzt.
Sie müssen immer bemüht sein, bis zum Ende der stationären Behandlung die wieder abzusetzen. Nach Möglichkeit geht kein Patient aus unserer Klinik, der noch ein Benzodiazepin hat. Und wenn Sie niedergelassen sind irgendwann, dann haben Sie natürlich das Problem, da können Sie das nicht mehr kontrollieren. Ja, dann haben Sie wirklich ein Problem, die Verordnung dieser Substanzen hier zu kontrollieren. Und dann müssen Sie besonders kritisch sein, wenn Sie hier Rezepte über Benzodiazepine ausstellen. Gut. Ich habe eine Frage. Ja. Im Nachtdienst, was meinen Sie? Wo? Nachtdienst wo? Auf Station, auf Normalstation. Ja. Sie meinen zum Beispiel dann zum Beispiel als Schlafmedikation, Bedarfsmedikation, das ist schon ein Problem. Ich meine, wir geben heute sehr viel weniger Benzodiazepine als in den 60ern, 70ern. Wenn man sich die Verordnungszahlen von Benzodiazepinen anguckt, die sind über die letzten 20 Jahre kontinuierlich zurückgegangen. Aber sie werden möglicherweise immer noch zu viel gegeben. Und gerade Diazepam. Ich zeige Ihnen gleich eine Folie. Die Nachteile von Diazepam sind, erstens, die Substanz ist sehr lange, hat eine lange Halbwertszeit. Und sie hat einen Metaboliten, der sehr lange wirksam ist. Das heißt, wenn Sie einem alten Menschen, einem 70-Jährigen, Diazepam geben, abends zum Schlafen, dann hat er auch übermorgen noch was davon. Ja? Also wenn Sie ihm Benzodiazepin geben, dann geben Sie ein kurzwirksames, ohne aktive Metaboliten. Besser noch geben Sie eine sogenannte Z-Substanz. Das sind die, von denen ich eben schon sprach, Z-Substanzen. Die heißen so, weil sie alle mit Z anfangen, Zomiclon, Zolpidem, Zaliclon, das sind Hypnotika mit einer kurzen Halbwertszeit, mit einer relativ kurzen Halbwertszeit und die sind am nächsten Morgen wieder draußen, da haben sie keinen Überhang. Aber prinzipiell ist es immer, muss man immer kritisch hinterfragen, dass routinemäßig bei jedem Patienten, der hier stationär aufgenommen wird, ein Benzodiazepin als Bedarfsmedikation aufgeschrieben wird. Sollte man selbstkritisch sein. Die Zahlen hier, die will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Was wichtig ist, Sie könnten eine ganze Menge Betten in jedem Klinikum, in jeder Klinik einsparen, wenn es keinen Alkohol gäbe. 20% aller Krankenhausaufenthalte mindestens pro Diagnose einer Alkoholabhängigkeit. Also sehr viel von dem, was Sie im internistischen, chirurgischen Kliniken sehen, ich habe eben die Unfallchirurgie genannt, ja, Sie haben hier gehört von der Patientin, 3 Frakturen in einem halben Jahr. In der Unfallchirurgie, die Kollegen haben sehr viel damit zu tun, wenn Sie die Kollegen in der Notaufnahme, die Patienten nachts sehen, das sind oft Patienten, die eben stürzen. Internistische, es gibt ja alle möglichen internistischen Folgeerkrankungen, neurologische Folgeerkrankungen, Polyneuropathie haben wir eben gehört. Also man könnte eine ganze Menge, man kann eine ganze Menge der stationären Behandlungen, nicht nur bei uns in der Psychiatrie, als Alkoholfolgekrankheiten betrachten. Das haben wir jetzt schon besprochen. Chronische Alkoholwirkungen haben wir kurz angesprochen. Gut, vielleicht sprechen wir jetzt erstmal über unseren zweiten Patienten und dann werden manche der Dinge, die jetzt noch kommen, auch noch ein bisschen deutlicher. Jetzt hätte ich den Wagen nach hier vorne. Kann jemand auf die Kamera auf den roten Knopf drücken und die Kamera stoppen und mir vielleicht hier runterbringen? Ich helfe Ihnen mal.